Spiel 2 in den Easy Credit BBL Finals. Die Telekom Baskets Bonn gewinnen mit 104:75 gegen Ratio Farm Ulm und gleichen somit zum 1:1 in der Serie aus. Der Telekom Dom war erneut mit 6.000 Zuschauern ausverkauft. Ich begrüße nun zu meiner Linken Anton Gavel, Head Coach von Ratio Farm Ulm, und zu meiner Rechten Basketstrainer Thomas Isalo. Und wie immer starten wir mit dem Gast, Coach Gavel. Ihr Statement bitte. Zuerst Glückwunsch an Coach Isalo zum absolut verdienten Sieg und an seine Mannschaft natürlich auch. Ich glaube, wir waren in allen Aspekten heute unterlegen, komplett in allen Aspekten, was das Spiel angeht, ob das jetzt offensiv oder defensiv war, haben wir keine Lösung gefunden. Und deswegen kam die Klatsche zustande. Ich hoffe, dass es ist trotzdem nur 1:1, es ist nur ein Spiel, das wir verloren haben. Die Serie geht weiter und ich hoffe, dass wir sowas gebraucht haben, um wieder uns auf die nächsten zwei Begegnungen richtig vorzubereiten und ready zu sein, um einen richtigen Cup abzuliefern. Vielen Dank. Gibt es Fragen an Coach Gavel? Wir haben uns so als Verein und als Mannschaft so entschieden. Weitere Fragen? Dann machen wir weiter mit Basketstrainer Thomas Isalo. Thomas, dein Statement bitte. Danke für den Glückwunsch. Es war ein deutlich besseres Spiel von uns in allen Bereichen als vorgestern. Wir haben mit sehr hoher Intensität gespielt. Wir waren schneller und wir haben wirklich in jeder Situation sehr gut gekämpft und natürlich hilft es auch, wenn man trifft 46% statt 24% von der Dreierlinie. Und aber wie Coach gesagt hat, es war nur ein Spiel und jetzt geht die Serie weiter nach Ulm. Vielen Dank. Gibt es Fragen an Thomas Isalo? Man hatte den Eindruck, dass heute die Intensität von Anfang an viel höher war, noch in Spiel 1. War das auch dein Eindruck und woher kam es? Hast du da schon Ansätze? Ja, es war deutlich höher und Spiel 1 war ein unserer schlechtesten Spieler in der ganzen Saison von diesem Blickpunkt. Wir waren nicht für verschiedene Gründe waren wir nicht bereit für das erste Spiel aber wir haben zusammen mit den Jungs gestern gesprochen und über unsere Situation. Wir sind zusammen für über 10 Monate jetzt und haben 6 bis 8 Tage noch zusammen. Und wie nutzen wir das Zeit zusammen, dass wir haben keine Regrets in die Zukunft. Und ich denke, die Jungs haben heute eine ganz klare Antwort gezeigt. Kannst du vielleicht noch einen Satz sagen, was mit Javonte war, was da passiert und wie geht's ihm? Ich habe keine aktuelle Information, aber er hat einen Cut bekommen in seinen Kopf und auch hat Kopfschmerzen, aber hatte keine so Symptome wie in Gehirnschütterung. Ja. Weitere Fragen? Keine weiteren Fragen, dann bedanke ich mich, beende die Pressekonferenz und wünsche noch einen schönen Abend. Danke.